Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten. Ich bin euer Crunchkau und wie ihr seht, starten wir nicht wie sonst immer irgendwo am Poppes der Welt. Nein, wir starten mittendrin. Ich bin nämlich von einem Einsatz wiedergekommen und habe die Speichernfunktion ausgetestet. Ja Leute, ihr habt es richtig gehört. Notruf 112 verfügt jetzt tatsächlich über die Speichernfunktion durch ein neues Update, was jetzt auch schon eine ganze Weile existiert. Ich war einfach nur hundsfaul aufzunehmen. Und habe auch einfach nicht aufgenommen gehabt, kam es jetzt halt so, dass wir jetzt mal diese Speichernfunktion damit austesten konnten und ja, funktioniert. Funktioniert echt wunderbar. Mit dem Patch haben sie auch noch ein bisschen andere Kleinigkeiten verändert. Zum Beispiel wurde auch verändert, dass die KI einfach ein bisschen besser fährt. Das heißt, dass da nicht mehr so viele Unfälle gebaut werden auf der Straße, die sich ein bisschen besser ausweichen können, auch ein bisschen besser voraussehen, was da passiert. Ja, und ich warte eigentlich nur darauf, dass hier die anderen wieder zurückkommen. Ich gehe mal ganz kurz raus. Wir waren nämlich auf einem Autobahneinsatz. Ich habe das nur nicht aufgenommen, weil ich mal das testen wollte. Okay, wie geht's weiter? Und jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass die zurückkommen. Keine Ahnung, wo die feststecken. Ja, was wollte ich sagen? Und der Patch hat halt einfach nochmal ein bisschen was verändert in der KI insgesamt, auch in der Bewegungsabläufen der Feuerwehrmänner im Einsatz sonst wo, sodass da auch entsprechend nochmal nachgebessert wurde. Die bleiben jetzt auch nicht mehr stehen, wenn man jetzt wechselt, so sollte es zumindest sein. Wir werden mal eben ganz kurz die Einsatzkraft wechseln, schauen mal auf den EEW, der auf Rückfahrt ist und auf den Führungsassistenten und wir sehen, der hat seinen Motor ausgeschaltet. Klappt ja richtig gut bei dem. Dann fahre ich mal mit dem zurück zur Wache. Wo auch immer hier die Wache jetzt ist. Üblicherweise sollten die sich auch zurücksetzen. Also ist auch eine Zurücksetzen-Funktion eingebaut worden, falls irgendwo mal wirklich was derbe hängt, dass dann entsprechend über diese Zurücksetzen-Funktion... Ich fahre jetzt einfach geradeaus weiter... Über diese Zurücksetzen-Funktion man dann entsprechend auch die ganzen Sachen so weit zurücksetzen kann oder die Autos zurücksetzen kann, dass da kein Loop mehr entsteht, also sozusagen, dass man jetzt auch entsprechend das fahren kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Freunde. Da vorne. Da vorne ist die Feuerwache. Ich bin instinktiv richtig gefahren. Bringen wir eben mal die Fahrzeuge schnell zurück. Kann jetzt natürlich sein, dass mit dem Speicher... Ist der mir einfach hinten reingefahren? Ist das eine blöde Sau? Kann natürlich sein, dass ich jetzt, als ich gespeichert habe, den Spielstand wiederum so zerschossen habe, dass da was kaputt gegangen ist bei... Kann ich nicht genau sagen. Scheint aber so der Fall zu sein. Scheint auch so, als hätten die nicht mehr die Marker, wo sie hinfahren müssten. Normalerweise hat man ja dann den Marker, wo man hinfahren muss. Wo steht der so rum? Ah ja, alles klar. Der zum Beispiel hat sich ganz aufgehangen. Ich kann auch nicht mehr aussteigen. Alles klar. Ja, ich starte kurz neu und dann versuchen wir es mit einem neuen Spielstand. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Hat ja gut geklappt mit dem Speichern und Co. Aber es kann sein, dass ich auch ein bisschen Schuld daran habe, weil ich, als ich das letzte Mal daran war, einfach mal nicht die Fahrzeuge in Ruhe lassen konnte und das eine Fahrzeug, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Richtung gelenkt habe, dass das auch hätte da kaputt gehen können. Normalerweise sollte sich das aber resetten. Aber hat's nicht. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich persönlich etwas machen muss, um das zu resetten. Ich kann mal ganz kurz gucken. Nee. Taktisches Zeichen anvisieren, Objekte aufnehmen, bla bla bla. Spielfigur bewegen, Arbeitsanweisung. Achso, es blendet sich jetzt nicht automatisch wieder aus. Ich muss es nicht gedrückt halten, es blendet sich automatisch auch wieder
Es blendet sich nicht automatisch aus. Ich muss es per Knopfdruck aktivieren. So, meine Güte, ey. Sprachlich bin ich heute echt eine Null. So, wir warten einfach auf den ersten Einsatz nach dem Patch. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich gucke außerdem. Gucke ich mal, ob ich irgendwie was sehen kann hier an den Einstellungen. Steuerung. Hier können wir ja mal ganz kurz gucken. Global. Gehen, knien. Hilfe anzeigen. Ja, alles klar. Return. Einheitenauswahl. Aber jetzt ist hier irgendwas mit Zurücksetzen. Habe ich jetzt nichts gesehen. Vielleicht muss ich da auf Fahrzeuge gehen. Fahren. Bla bla bla. Bla bla bla. Kran hoch, Kran runter. Drehleiter ausfahren. Drehleiter einfahren. Lichtmast, Licht das. Jetzt nichts, wo ich sagen würde, meine Güte. Das ist ja total neu. Ach so. Heimrauchmelder ausgelöst. Löschgruppenfahrzeug, Drehleiterwagen, nehmen wir den Drehleiterwagen. So, dieser Sound, der jetzt kommt, der ist ja neu seit dem Achtung, letzten Patch. Brandschutz. Heimrauchmelder Jetzt ausgelöst. seht ihr hier meine Maus. Einsatz Das finde ich nicht für so cool. ELW LF24 DLK Ich möchte diesen Teppich 23 12 nicht kaufen. DLF Ach, jetzt seht ihr halt meine Maus immer die ganze 1 Zeit. RTW Tut mir leid, Freunde, ihr seht jetzt immer meine Maus. Ändert aber, glaube ich, nichts daran. Oder warte mal, ich guck mal eben. Nee, es ändert sich nichts daran. Okay, es bleibt, die Maus bleibt halt da. Vielleicht seht ihr die auch gar nicht, ich bin mir nicht sicher. So, als Drehleiterfahrzeug fahre ich jetzt hinterher. Könnte man vielleicht ein bisschen vorfahren. Ist ja nicht weit jetzt gewesen. Es ruckelt meiner Meinung nach auch viel mehr. Ich habe extreme Frame-Einbrüche. So, wir können ja mal die Warnblinker anmachen. Das Heckblaulicht machen wir einfach mal mit an. Sieht doch easy peasy aus. Von außen ist nichts zu sehen. Ich werde mal die Einsatzkraft wechseln, und zwar vom 11. Einsatzkraft wechseln vom 11. Nein, vom Einsatzkraft von 11. Angriffstruppführer. Angriffstrupp. So. Weil der hat sich schon wieder festgebackt. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hat der nichts gemacht. Nichts, aber gar nichts. Das heißt, wir werden jetzt mal mit denen hochgehen und werden mal das Heligen-Tool benutzen, um dann eben einen Rauchmelder einzuschlagen. Das letzte Mal mussten wir auch den Rauchmelder einschlagen. So. Niemand da. Dann hauen wir den Heligentur jetzt kaputt. So. Brandmeldung negativ, läuft. Dann fahren wir jetzt einfach mit unseren Angriffs. Dann spielen wir jetzt den Angriffstrupp eben weiter. Oh, falsche Richtung.
Dann werden wir jetzt das Helligen-Tool wieder verstauen. Ganz leichte Frame-Einbrüche. Das kann eigentlich gar nicht durch meinen... Ich rechne oder irgendwie was im Hintergrund kommen. Aber wir haben sie hier vermehrt. Ja, geht das jetzt auch hier wieder los oder warten wir auf besseres Wetter? Okay, sie haben es immer noch nicht so richtig hinbekommen. So, wir machen 7 und blau Licht aus. Jetzt hängen alle anderen wieder fest, wie das aussieht. Ich kriege hier noch echt eine Krise mit dem Spiel. Aber wir fahren jetzt einen nach dem anderen nach Hause. Hier sind ja die Aufgaben zumindest oben noch festgelegt. Ach so, ja, ich darf fahren. Was ist hier los? Okay, wie ihr gesehen habt, noch ist da nicht sehr viel besser geworden. Also, was heißt nicht viel besser geworden? Ich sag mal so. Es hat auch die Chancen aus den Patches noch nicht ganz so genutzt, wie man sich es vielleicht hätte wünschen können. Denn da ist noch wirklich, wirklich, wirklich viel zu tun. Ich kann auch wieder mal nicht aussteigen. Einsatzkraft wechseln, ELW Führungsassistent. Blaulicht kann man ja wohl mal ausmachen. Warnblinker kann man ja wohl mal ausmachen. Heckwarnanlage kann man wohl auch ausmachen. Hey, ich habe gesagt, Blaulicht aus. Umfeldbeleuchtung 8 und 9 kann man auch alles ausmachen. Ich fahre mal ganz kurz hier drüber. Verzeiht mir bitte. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ich sehe ja auch, normalerweise sind ja hier Kreise, womit dann festgelegt wird, dass man da hin muss. Ich sehe diesen Kreis gar nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Normalerweise wechsle ich ja jetzt, ich wechsle mal jetzt aufs LF. Wechsle jetzt auf den Maschinist, ne? Kann ja auch nicht mehr aussteigen und alles. Ja, Leute. Ich breche an der Stelle hier mal ganz kurz ab. Ich würde vorschlagen, ich bringe die nächste Folge auch erst, wenn der nächste Patch nochmal wieder raus ist. Ist alles nicht so original gerade. Und ich versuche auch nochmal ehrlich nebenbei ein bisschen was zu machen und zu gucken, ob ich da was verbessern kann. Danke erstmal für eure Geduld, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchgrower sagt bis dahin. Haut rein. Ciao.